Hallo ihr Lieben, normalerweise trete ich nicht gerne vor die Kamera, aber ich dachte, dass diese Aktion oder Idee es vielleicht wert ist. Und zwar, ich beschäftige mich normalerweise sehr viel mit der Upcycling-Kunst. Ich peppe alte Möbel künstlerisch auf oder erstelle Lampen aus natürlichen Materialien oder aus Sachen, die man vielleicht wegschmeißen würde. Aber darüber will ich ja gar nicht reden, sondern über meine Idee. Und zwar in den Zeiten jetzt, in den Corona-Pandemie-Zeiten, ist es ja nicht so einfach für uns alle und für manche schwieriger als für andere, und jeder hat halt sein Päckchen zu tragen. Und ich wollte halt den Menschen in meiner näheren Umgebung ein bisschen Mut machen. Und da hatte ich halt die Idee, beziehungsweise ich habe in unserem Garten halt alte Zäune entdeckt, die schon ewig rumliegen, und dachte mir, Mensch, ich könnte die doch zerkleinern und dann nette, mutmachende Spruchschilder herstellen. Schilder mit Lebensweisheiten oder irgendwelchen mutmachenden Sprüchen. Und gesagt, getan, also habe ich diese Hölzer hier zerkleinert, also mit einer Säge, und dann ein bisschen angeschliffen, um eine glatte Oberfläche zu haben, und dann bemalt bzw. beschrieben mit Lebensweisheiten, die ich so im Laufe der Jahre gesammelt hatte. Man kann natürlich auch im Internet gucken, da gibt es eine Menge Zitate und Sprüche. Und ja, ich denke, das sind ganz nette, bunte Mutmacher geworden. Und die möchte ich gerne hier bei uns in der Nähe im Wald verteilen, so dass die Spaziergänger was Mutmachendes zum Lesen haben. Ja, keine Ahnung. Das war so meine Idee, wie ich halt beitragen kann, vielleicht ein bisschen Freude in die Herzen der Menschen zu bringen, vielleicht ein bisschen Mut, vielleicht ein bisschen meine Art halt zu zeigen, zusammen sind wir stark, und Geduld haben und an andere denken. Vielleicht wollt ihr sowas Ähnliches in eurer Umgebung machen? Vielleicht ist das eine Idee auch für euch, denn in jedem lebt ihr einen Künstler. Vielleicht habt ihr auch Kinder zu Hause, die ihr beschäftigen wollt, auf einer künstlerischen Art. Und da könnt ihr natürlich dünne Holzstückchen oder auch alte Zäune oder ihr... Bestimmt kann man das auch im Internet bestellen, dünne Holzstückchen, also kann ich mir gut vorstellen, falls ihr es nicht gerade zu Hause habt. Und einfach mal so Schildchen basteln. Die Kinder können die ja auch schön bemalen. Oder man nimmt Steine und bemalt die. Hier hatte ich mal eine Kombi gemacht aus Steinen mit ein Treibholzstück, was ich gesammelt hatte. Ich hatte auch schon mal hier Steine mit Serviettentechnik verschönert, ne? Wenn die Malkünste nicht so super sind, was mein Fall ist. Ja, oder auch Steine mit Zitaten. Geht auch. Der Kreativität sind halt keine Grenzen gesetzt, und lasst uns zusammen kreativ gegen Corona bleiben, und vielleicht wollt ihr da ja auch sowas machen und die Menschen in eurer Umgebung erfreuen, ein bisschen Mut verteilen, auf eine indirektere Art. Eine Bitte hätte ich nur, und zwar, falls ihr das macht, achtet doch bitte darauf, dass ihr biologisch abbaubare Materialien benutzt für eure Kunst. Vor allen Dingen, wenn ihr es im Wald oder in der Stadt irgendwo verteilen wollt. Nichts zu Großes macht, eher Kleinigkeiten.
es nicht vollpappt mit Werbung und nach einigen Tagen vielleicht eure Kunst auch wieder einsammelt, damit wir einfach keinen Müll generieren. Aber vielleicht ist das ja jetzt eine gute Idee, einfach die Herzen und das Leben von den Menschen, die noch ein bisschen draußen mal eine Runde gehen, ein bisschen bunter machen und freudiger. Bleibt gesund und falls ihr das auch mal macht, viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich mir kurz berichtet, wie es bei euch so war. Und wenn ich irgendwelche Sachen erhaschen kann, wie es so bei mir gelaufen ist, wie es angekommen ist, dann lasse ich es euch in meinen sozialen Kanälen von Crea Freikunst wissen. Bleibt gesund und schönen Tag!